Willkommen zurück, Leute. Der Hügel brennt, aber wir sind so überhaupt nicht in einer brenzlichen Situation. Das ist das Witzige daran. Und damit willkommen zurück. Ja, man kann wirklich sagen, das lief Spitzenklasse bis jetzt. Claude ist schon weggeräumt und das in kürzester Zeit. Ich bin begeistert, wirklich. Heißt, wir machen direkt weiter. So, als allererstes würde ich sagen, kümmern wir uns mal um dieses Biest da unten. Wird es allmählich Zeit, dass wir das mal wegräumen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie wir fortfahren wollen. Das ist vielleicht fast ein bisschen unnötig. Mich da jetzt nicht unbedingt für Ausgaben zu sehr. Andererseits hast du sonst gar keine andere Möglichkeit zu glänzen gerade. Dann mach das mal kurz so, das ist doch in Ordnung, oder? So. Viel fehlt hier nicht mehr. Unten haben wir noch so ein paar Leute, die vielleicht nerven könnten, aber... Ich glaube, das kriegen wir auch unter Kontrolle, oder? Eher wieder ein Job für Dimitri, aber dann müssen wir erstmal uns entsprechend vorbereiten. Genau. Der hat jetzt eine Lanzenschwäche gehabt, alles klar. Ist ja ziemlich praktisch für uns wieder. Oh, ich will nicht unbedingt die Lanze des Untergangs dafür jetzt einsetzen. Wartet mal, Zetaf macht bestimmt mehr Schaden. Ah, das ist auch das Feld, wo quasi... man dann durch könnte, theoretisch. Von hier aus kann ich mich ja noch eins zurückziehen, ist ja kein Problem. Genau, machen wir es lieber so. Erstmal. Schön effektiv alles ausnutzen, oh, das ist doch besser. Genau, und da bin ich immer noch ein Feld weiter in Sicherheit. Wunderbar. Genau, dann können wir mit der Stahllanze eher ausrasten. Ist ein bisschen kostengünstiger, was. Und damit wieder was Zerbrochene. Der Rest folgt sogleich, würde ich mal sagen. Hohoho, die 60% würde ich vielleicht sogar noch anderweitig nutzen. Manchmal ist das doch der Wahnsinn, was man noch so rausholen kann. Das hier klappt allerdings nicht so ganz. Schade. Ich glaube, unten müssen wir uns doch noch gedulden, oder? Das ist die große Frage, weil wir können sicherlich uns auch direkt durchboxen. Was ich eigentlich ganz gerne machen würde sogar, aber ich glaube... Ja, dann benutzt doch die Meisterschlagringe hier erstmal. Natürlich. Boom. Im Hintergrund noch Leonie einfach, die mit draufhaut. Alles klar. Auch nicht schlecht. Oh ja, immer her damit. Oha, kein Crit. Wer hätte das gedacht, ha? Bleiben wir stehen? Ich denke schon, oder? Wartet mal. Nee, ich gehe hier hin. Dann nutzen wir später doch eine richtig schöne Begleichung nochmal aus, würde ich sagen. Mensch, wie das einfach auch nicht klappt, das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn heute los? Warte, Meisteraxt, wie sieht's da aus? Meisteraxt? Meisteraxt mit Rüstungsschlag? Na komm. Oh. Nö, ist mir jetzt nicht gegönnt gerade, schade. Ah, vielleicht kommst du ja durch. Nein, nicht mal du. Wahnsinn. Warte, Zerschmetterer dann eben. Was soll's. Ist mir jetzt auch wert, das Ding. Muss ich eh mal reparieren. Okay, ja gut. Da rastet sie wieder komplett aus und denkt sich einfach, yo, YOLO. Bam. Fertig drauf. Fertig. Easy. Meine Güte. Okay. Ja, das reicht eigentlich völlig aus. Das dürfte für den Rest erstmal ausreichend sein. Genau. Oha, was für ein Tempo wir an den Tag legen. Okay, und da oben haben wir einen Vollidioten. Das ist doch auch nicht schlecht. Irgendeiner wird sich schon auf ihn stürzen. In der Tat. Wow. Wie läppisch. Und die gehen einfach über den Hügel jetzt. Das ist ja witzig. Oh, das könnt ihr ruhig machen. Ich meine, ihr könnt euch auch gerne selbst verbrennen, sicherlich. Das ist eine interessante Idee, die ihr da habt. Tell me more. Okay, du bist noch gefährlich, ne? Aber ich glaube, ich kann weit genug danach noch laufen, dass das nicht zum Verhängnis wird. Oh, der tankt aber gut. Das muss man ihm lassen. Das ist niemand, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Seit ich dir fernbleibe, sollte es eigentlich keine Probleme geben. Ich glaube, ihr braucht auch alle ein bisschen länger, ne? Ja. Das heißt, wir können auch problemlos erstmal übelst ausrasten hier, okay. Hat Zauberbrecher drin, was? Aber Abraxas ist immer ziemlich treffsicher. Oder auch das hier. Ich glaube mal, Abraxas hauen wir drauf. Ja, ist ganz gut. Sehr schön. Ist auf jeden Fall gut genug vorbereitet dadurch. Denke ich mal. Sylvain können wir auch mit zweiten Schritt einfach wieder abziehen lassen. Kein Problem. Kann sie auch so machen. Extra stylisch hier. Flop. Schon ganz cool. Genau, ich bin auf jeden Fall draußen aus der Schussbahn. Und hier kann ich dich sofort wieder abziehen lassen. Ja, das schafft er. Okay, seine Trefferquote ist furchtbar schwammig. So viel dazu. Was ist das denn für ein Typ? Oh Gott. Was ist dein Problem, Mann? Bist du der Ignaz-Ersatz? Du bist der Ignaz-Ersatz, oder? Du solltest nicht so krasse Ausweichquote haben normalerweise. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ignaz-Ersatz. Der hat wahrscheinlich übelst viel Lack irgendwie. Das kann nicht anders sein. Okay, sehr, sehr gut. Das hätte auch anders aussehen können. Denn dieser Typ hatte einfach wirklich Lack ohne Ende. Richtiger Manx-Verschnitt, ey. Übel. Wenn er sowas begegnet. Ich sag's euch. Genau, dich können wir noch anlocken, aber dafür brauchen wir... Okay, ich habe gerade kein Heiligenschild. Nevermind. Dann machst du das jetzt erstmal noch so. Lieber Dimitri. Brauche ich dich oben überhaupt noch? Ich weiß gerade gar nicht. Das heißt, alle vernichten? Nee, nur die Kommandanten. Okay. Ja, wenn das so ist, dann machen wir das doch direkt hier, oder? Was mich auf eine interessante Idee, by the way, bringt. Aber gucken wir mal. Genau, wer schon so viel Zeit haben, macht das doch direkt so. Genau, da darf ich nicht hin, das ist Quatsch. Okay, den kann ich wahrscheinlich auch von hier... Aber ganz im Ernst, nee, Dimitri, das ist wahrscheinlich kostengünstiger gerade. Okay, wie weit kommst du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Nur, oh, das ist ärgerlich. Genau, das haben wir auch schon gemacht. Hier, schade. Ich überlege, ob ich nicht Zetaf dann noch nutzen könnte, eventuell. Mit einem heiligen Schild unten, aber ich glaube, dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit, leider. Allerdings, bei den ganzen Leuten kann ich jetzt größtenteils dann auch eventuell wieder den Dude rüben lassen. Ich glaube, da gibt es kein Problem unbedingt. Wir brauchen noch Support für Dimitri, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ihr könnt dann später auch noch von mir aus sammeln, da habe ich auch nichts dagegen. Ich habe sonst keine Ahnung, wie gut er da zurechtkommt. Könnte ein bisschen schwierig werden, ne? Sehen wir mal. Das ist jedenfalls wie gewünscht. Oha, der bewegt sich ja auch, ist ja witzig. Die kriegen erstmal Schaden, was ja auch super ist eigentlich für uns. Oh, nice. Kannst du machen. Klar. Ist ausgewichen. Hast du ja nochmal Glück gehabt, meine Güte. Ja, dann seid ihr eigentlich auch erstmal beschäftigt, oder? Ganz im Ernst. Kann mir das meiste echt völlig egal sein, ist ja witzig. Warte, ach, das ist Ödnis hier oben. Ah! Okay, das ist natürlich ein bisschen fies. Das heißt, ich komme gerade gar nicht so gut durch hier. Ich sehe schon. Ist das so? Ist das verzeichnet, was Ödnisfelder sind? Nee, oder? Das sieht man gar nicht, glaube ich, auf der Karte. Ich bin mir gerade echt unsicher, ob es irgendwas gibt, um alle zu demarkieren, weil ich das, glaube ich, noch nie gemacht habe. Irgendwie. So ein Kürzel oder so. Ist das alles, was so ein bisschen rot markiert ist? Ne, hier ist Ödnis. Ne, Ödnisfelder siehst du leider nicht auf der Minimap, schade. Aber ja, Ödnis schränkt an sich Kavallerie ein, das ist richtig.
Warte mal, Warps hat man verbraucht, oder? Ne, hier haben wir auch einen. Oh, das ist ziemlich gut, tatsächlich. Das ist sehr, sehr gut. Wir brauchen aber echt noch ein bisschen Zeit, merke ich gerade so. Also zumindest eine Runde noch, glaube ich, und dann sind wir soweit. Dann können wir in Runde 9, glaube ich, Edelgard ausschalten. Ist überhaupt kein Thema. Aber aktuell ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Wobei, naja, lass mal sehen. Das ist schon ziemlich gut. Aber ich würde ganz gerne mit Zeta vielleicht nochmal was draufhauen oder so. Zuvor, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Wie ist es mit Atrozität? 43. Ja, aber ich meine, du kriegst sicherlich genug Damage raus, oder? Also warte mal, ich kann das sogar nochmal ein gutes Stück verstärken. Also plus 4 Punkte. Und halt nochmal plus 2 über Support, ne? Das summiert sich so eher hoch. 6 Punkte sind dann 12 Damage, dann fehlen noch 13. Aber an sich würden die meisten das auf jeden Fall schaffen. Aber ich bräuchte irgendwie sowas wie ein heiligen Schild oder so. Irgendjemand mit heiliger Schild müsste auf Distanz angreifen, dann geht's. Das könntest du zum Beispiel auch machen. Ich glaube, das reicht dann auch. Warte mal ganz kurz. Für Style-Punkte. Weil ich habe jetzt Mercy schon benutzt, aber ich glaube, wir können das auch ganz stylisch machen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Lass mal sehen, ob ich es wirklich so stylisch hinbekomme. Genau, also wir können theoretisch auch nochmal sammeln für dich, das geht natürlich auch. Ich muss sie auf jeden Fall runterporten. Aber ja, an sich ist das erstmal egal, du brauchst jetzt nur mal einen Gradivus, bitte. Nimm ruhig den Trefferring dann auch entgegen. Genau, wir können nämlich eine ganz raffinierte Strategie machen, etwas, was viele nicht bedenken, wenn Gegner Fernkonter haben. Man kann nämlich aus dem Fernkonter auch ganz leicht einen Vorteil ziehen. Der sehr, sehr brauchbar ist. Das werdet ihr aber gleich selbst sehen. Das will ich jetzt nämlich umsetzen. Exakt. Seht ihr was? Genau. Dadurch, dass sie fernkontert, aber es eine physische Waffe ist, funktioniert natürlich Heiliger Schild in dem Fall. Und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Möglichkeit. Ich werde destroy both the kingdom and the alliance. Now, with one fell swoop. Oh. Ah, so ein Doppelcrit. What? Also einfach doppelter Nuller Crit zu Sylvain. Okay, und weiter, Edelgard. Oh. Wolltest du mir noch was sagen? Alright, damit haben wir es. Das ist eine verdammt elegante Lösung. Holy shit. Achso, ich habe jetzt sogar Movement plus 1 einfach bekommen. Das geht natürlich auch. Wow, das haben wir super elegant gelöst. Mein Gott. Chest. Break your neck. Smash your head. I will allow you to choose your own death. I'm not interested in methods of dying. All that matters is when death takes place, not how. And I have no intention of dying today. I'm sure all of the people you've slaughtered so far thought the same. Ja, wieder am Ausrasten ein bisschen. Das war's. Just as expected, you aren't making my path an easy one. Heftig. Und damn, haben wir das einfach souverän runtergespielt. Ich bin begeistert. Für Gronda Field ging das echt schnell auf extrem. Und das auf 0%. Ich spinne. Ich hatte das nie erwartet, dass es so schnell ging. Aber das zum Schluss, das war perfekt. Wir konnten den Teleport wunderbar nutzen für eine ganz ausgefeilte Strategie zum Schluss, was wirklich nur die Kommandanten erledigen. Das ist keine Route-Mission, das ist ganz wichtig dabei. Ich habe extra nochmal nachgeguckt dann und ja, dann dachte ich mir so, Moment mal, aber eigentlich, ja, dann kann ich ja jetzt Full Risk gehen, da kann die alle hinstellen und port euch halt Sylvain einfach runter, macht das so. Heiliger Schild drauf und der hat noch wunderbare 100%, noch den Trefferring rüber, ne, alles genauestens durchgeplant zum Schluss und wow, 8 Züge. Ist da, glaube ich, eine ganz reife Leistung, wenn man bedenkt,
auf welcher Challenge wir hier sind. Ziemlich cool. So, you think you can escape Edelgard? Your Highness, you're alive. We have to retreat to the Great Bridge of Myrdhinn. That woman. We failed to capture her. I will keep pursuing. The rest of you, keep fighting. I'm so sorry, but we can't do that. I understand how you feel, but the Imperial army is closing in. I'll kill all of them. No matter how many hundreds or thousands of them there are. Au, Backe, Mann. Warte mal. Wie's? You, what are you doing here? It's too dangerous. Fall back, now! Oh, ich kann mir schon vorstellen, was sie vorhat. Uff, tu's nicht, oh Gott. Gott. Oh Mann. Your Highness! Das war aber, ja, zu erwarten, leider. You are... Auf Rache aus, genau wie er. Leute, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Ach du Schande. Oh, have I caught you off guard, Your Highness? Aww, does it hurt? I bet it hurts real bad, doesn't it? But it's nothing compared to what my brother felt. You will never be forgiven, you know. I will never forgive you. You must be... You filthy monster. It's time to die! Dimitri! No, Rodrigue, nein! Ah! Professor! Do it now! Brother, help me! Nein, was für ein Ende für Fleece. Rodrigue! Und für Rodrigue auch. Oh Gott! Your Highness, are you safe? Please tell me it wasn't in vain. This punishment, it was mine to bear. There are no sins or punishments on the battlefield. No, don't die. Please don't die. Father, stepmother, Glenn, they all died and left me behind. Roderick. Are you to join the ghosts who shadow my every move? This is my fault. I'm the one who killed you, as surely as though I had wielded the blade. Your Highness, you have one thing terribly wrong. None of them, none of us, died for you. I'm dying for what I believe in, just as they did. Your life is your own. It belongs to no other, living or dead. Das ist ein sehr guter Talk zumindest, sehr, sehr gut. Dimitri, my boy, you really do look just like his majesty. Uff. Und rückblickend. What are you saying, Lambert? I am heading to Dusker, and before you start, nothing you could say would change my mind. You worry too much, my friend. So far, relations with Dusker have been going smoothly, wouldn't you say? You, of all people, should appreciate how critical these negotiations are. Of course I do, but for the king himself to make the journey, you must admit that it's dangerous. And his highness is still so young. If the worst should happen... Even if the worst should happen, he would be okay. He's a smart boy, Rodrigue. Even if he should lose his father, I have no doubt that he will grow to be a good and respectable man. Lambert. Wow, wäre doch ein echt gutes Design, finde ich. However, if he ever starts down the wrong path, and I am not here to set him straight, I am trusting you to do so in my stead, old friend. Promise me. So ein vernünftiger Lambert, Mensch. My promise. Man sieht vor allem, dass er sogar bemüht war, die Beziehungen zu Dusko eben zu stärken. Das hat sich ja gerade auch nochmal befürwortet so. Scheint sehr respektabel gewesen zu sein. Und Roderick hat sich davor geworfen. Und kein Vorwurf
an Fleesh übrigens an der Stelle. Das ist leider der Kreislauf der Rache. Und in dem Fall ist Dimitri halt auch an einem Ende davon. So eiskalt und erbarmungslos ist er leider. Deswegen kann man ihr nicht wirklich einen Vorwurf machen, meiner Meinung nach. Nur ein weiteres Kriegsopfer. Weil wie jung die jetzt gestorben ist. Ich meine, Beilef hat sich jetzt darum gekümmert, ne? Oder ich weiß nicht, ob er sie nur bewusstlos geschlagen hat, aber ich vermute mal nicht. What do you want? Okay, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt sind wir wieder hier irgendwie. Bei den Stellen diesmal. Natürlich regnet das. Ja, Rodrigue tut mir sehr leid, wirklich. Ich meine, er war auch sehr vernünftig irgendwie. Vielleicht ein Stück zu weit im Rittertum. Aber auf der anderen Seite schien er noch am vernünftigsten irgendwie. Hat nicht so wie zum Beispiel Gilbert. Ich finde halt, Rodrigue hat immer noch ganz gut nachgedacht. Er hat nur damals zu Felix halt nicht die passenden Worte gefunden. Aber es ist fraglich, ob er es überhaupt wirklich so gemeint hat. Das ist dann wiederum das andere. Ha, großer Verlust auf jeden Fall. Schade, wirklich. Aber auch mit der ganzen Bewilderung sehr stark gemacht, muss ich sagen. Das haben sie wirklich gut hinbekommen. Und ich bin wirklich froh über die Worte, die Rodrigue gefunden hat. Das waren wirklich gute Worte. Er hat ein bisschen Dimitri vielleicht freigesprochen und ich hoffe, er interpretiert das Ganze auch so. Ein Stück von der Last genommen. Noch zum Tod hin. It doesn't concern you. Noch natürlich, wir folgen dir schließlich. Dimitri. Get out of my way. Now. Er will weiter nach Enbar. Aber so wird das nichts. Meinst du wirklich, das würde die Toten beruhigen? Silence! You have no idea what you're talking about. Death is the end. No matter how much lingering regret a person has, after death, they are powerless. They cannot even wish for revenge, much less seek it out. Exakt. Hatred, regret. Those burdens fall on the shoulders of those who are left behind. Es bleibt nichts zurück, wenn er so absolut ist. And so I must continue down this path. I already told you as much. It is far too late to stop. Ich würde das nicht so direkt sagen, so du irrst dich, ist so, es funktioniert nicht, eher so. Do not waste your breath with some nonsense about how I should move on with my life for their sake. That is merely the logic of the living. It's meaningless. Those who died with lingering regret, they will not lose their hold on me so easily. But you seem to have all the answers. So tell me, Professor. Please tell me. How do I silence their desperate pleas? How do I save them? Ever since that day 9 years ago, I have lived only to avenge the fallen. Even my time at the Officers' Academy was also that I could secure my revenge and clear away the regret of the dead. It was the only thing that kept me alive. My only reason to keep moving forward. Er hat genug gelitten und er muss sich vergeben. Das heißt, er muss... Ja. Er hat eigentlich keine wirkliche Last, aber er bildet sich das natürlich ein. Sie existiert ja nicht wirklich. Aber was willst du ihm schon sagen? Er ist halt krank. Es ist halt so. But gesund ist halt nicht. Or what should I live for? What I believe in. So viele Bilder, das gefällt mir wirklich gut. Rodrigue said the same thing. But is it possible? Die sahen sich wirklich ausgetobt. I am a murderous monster. My hands are stained red. Could one such as I truly hope for such a life? As the sole survivor of that day, do I have the right to live for myself? Jeder hat das Recht.
Your hands are so warm. Have they always been? Ui. War wirklich schön gemacht, muss ich sagen. Also sehr ansprechend. Sehr, sehr schön präsentiert. Mach mal kurz direkt weiter, würde ich sagen. Das finde ich schon nicht schlecht. Part 2. Azure Moon. Harpstring Moon. The King's Triumphant Return. Following the death of Rodrigue, Dimitri begins to question his desire for revenge. His troubled mind turns to the kingdom capital and how he might end the chaos plaguing Fargus once and for all. Ja, endlich. Das ist großartig. Das ist gut. Er hat diesen Weg eingeschlagen. Hervorragend. Endlich. Endlich geht es zum Königreich stattdessen. Kümmere dich um deine Leute. Sorg dich um die Moral der Leute. Sorg, dass es gute Zustände wieder gibt. Und dann wagt die Offensive mit einer gestärkten Armee. Eine Armee, die voll entschlossen ist. Dann lohnt sich das. Finde ich super. Gute Entwicklung bisher, gute Entwicklung. Scheint ein Wendepunkt zu sein. Our victory at Dronder was certainly a turning point for us. However, Rodrigue's death has been difficult to bear. We've lost considerable military strength and resources. Achso, Felix dazu zu sagen hat, ich frage mich, wie er den Tod verarbeitet. If we split up the soldiers currently defending the monastery, we should have sufficient numbers to invade the Empire. But even then... Your Highness, you should be resting. Your wounds are still healing. I am well, I assure you. More importantly, may I have a moment of your time? Thank you. Ja, doch ein Danke und so, I wish to apologize to all of you. I have led you down this dark path with me, and have caused so much suffering along the way. I cannot tell you how sorry I am for my behavior. There is no apology I could offer that would be sufficient. And how do you intend to make up for my father's death? Felix, I realize words alone are not enough to repent, but I fear they are all I have. I'm not after more empty words. I want you to speak through your actions. I know that no amount of regret can ever bring back the lives we have lost. I know that well. It is like patching up a tear with a different material. Things can never be as they were. The best I can hope for is to make things whole again. I wish to do the right thing from now on. That is why I have made a decision. I intend to take back the kingdom capital. I wish to save our people. Those who I turned my back on for far too long. To follow my heart and do the right thing. That is the only way I can atone for my sins. Your Highness. If we can win back Ferdiad, it will give us the advantage in our war against the Empire. As one who has served the royal family for ages, know that your words bring me great joy and pride. That said, I must point out that if we make for Ferdiad, the Emperor's head will slip further out of reach. Can you live with that? I still hold hatred in my heart for her, and for the ones responsible for the tragedy. That I will carry with me until death. But my life is my own. It belongs to no one else, and it is high time that I started living for what I believe in. I will no longer allow the voices of the dead to bind me. This is something that I must do. No. Something that I am choosing to do. I will accomplish my aim, even if it means risking my life to do so. Understood, Your Highness. So, any objections? Natürlich, jetzt sind wir dabei. Ja, das war schon sehr, sehr gut auf jeden Fall. Großer Moment für ihn. We cannot afford to die in vain by recklessly challenging the Empire. I'm worried about Lady Rhea. But if this is the choice you've made, I support it.
I am at your command, Your Highness. I will follow you anywhere. My sword is at your service, Your Highness. I'll help too. The people in Ferdiad need us. Fine. I'll help you. In my father's stead. But in return, you must win. You know that, don't you, Dimitri? I do. And I swear on my father's lance that we will prevail. Jawohl. Then it is decided. It seems this war council has much to discuss. Our next stop is Ferdiad, the kingdom capital. For the future of Fargus. Sind jetzt endlich seine Supports freigeschalten? Das wäre ja der Wahnsinn. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wisst ihr, wie viel sich angestaut hat? Das ist unfassbar viel. Ja, und wenn wir schon dabei sind, kommt auch schon gleich der. Ja, dann machen wir dann jetzt noch, ne? Das dürfte klar sein. Selbstverständlich. Das ist natürlich gleich der erste Support. Was macht er denn? Sleep evades me, so I thought I'd get in some extra training. I was just about to finish. Perhaps it is the gloomy weather, but I am feeling the sting of wounds that should have healed long ago. Okay. The injury I got when that girl stabbed me after the battle at Gronder. Her eyes were filled with revenge, just as mine once were. I don't know, but I have a guess. Ah, I suppose I haven't told you about that yet. No, was hat denn noch zu sagen? I was attacked inside the monastery the other day. It caused quite the uproar. Huch. The ones who attacked me were some of the youths we taught swordsmanship to once upon a time. Nanu, und was war jetzt ihr Beweggrund in dem Fall? It seems they were raised by a group of thieves we put down 5 years ago. I heard Lady Rhea took custody of them, claiming that the children were innocent. I have taken so many lives, and with each one, I face hatred. During the last 5 years, especially, my life was not so different from that of a wild beast, and that young girl's brother. At some point, I must have... That is why I thought it only natural that someone would retaliate someday. Because I hated. Because I stole and... Because I killed. But with those children, it's different. We drew our blades with the best of intentions. Only to hurt them in the end. I suppose this is yet another thing we will just have to live with. Ouch. Das gehört nun mal dazu, ist mal leicht gesagt, ne? Yes. As one who chose to fight, it is my responsibility to confront this anguish and the true nature of war. Until the day my life comes to an end. Perhaps. You know, Professor, there is something that I only recently realized. I never knew it could be so comforting to have someone standing by my side. Nett. Moment mal, das heißt auch, dass Dimitri jetzt wieder... Stimmt, er hat wieder Motivation. Ja, das bedeutet, er hat wieder eine Zielsetzung und so weiter. Er kann wieder am Training teilnehmen. Wobei er im Kampf tatsächlich ziemlich krass noch angezogen hat. Und so oder so ist es normal, dass du eigentlich deinen Lord besondere Aufmerksamkeit schenkst bei den Trainingssessions. Wer macht das nicht, ne? Deswegen haben die sowieso, finde ich, immer einen gewissen Vorsprung im Normalfall. Ich mache das nie so, dass ich irgendwie... den Hauptcharakter der Route vernachlässigen würde im Training. Der kriegt bei mir immer besondere Liebe. Und gerade Dimitri braucht das auch, damit sein Skillset umso besser funktioniert. Das muss man früh ausbauen. Und dann kann man ganz schnell das total ausreizen. Das macht auch mega viel Spaß. Aber ich schätze mal, jetzt hat sich so richtig viel angestaut, was? Ich glaube, die Sache ist jetzt am Eskalieren. Ich denke mal, es sollte jetzt alles verfügbar sein. Gibt aber dann noch einiges, was ich dann noch freischalten möchte. Und der Marianne-Support vor allem, der interessiert mich sehr. Das ist auch mein allerletzter Marianne-Support, wenn ich nicht alles täusche. Dann müsste mein Logbuch voll sein bei Marianne endlich. Ja. Also ein Meilenstein für mich, ja. Der ist wichtig, dieser Meilenstein. Der hat einen persönlichen Wert. Wie schon gesagt, ne? Das ist ja schon mein Lieblingscharakter insgesamt noch. Haben wir jetzt nicht großartig am Einsatz gesehen. Das ist halt hauptsächlich dann noch von S-Support und so dabei. Ihr wisst ja bei mir, ne? Klar.
Ja, Gilbert-Support, Flayne-Support, ach Gott, Catherine, ach Gott, so viel, das ist einfach der Wahnsinn, ey. Ja, es wird wohl ein so ziemlicher Dimitri-Support-Part beim nächsten Mal. Da könnt ihr euch drauf einstellen, aber ich glaube, es wird sehr viele freuen, weil Dimitri ist ja sehr beliebt. Das trifft sich doch ganz gut und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Aber die Entwicklung hat mich sehr gefreut und wir können gerne beim Erkunden nochmal ein bisschen drüber sprechen, ja, über die Details etc. Aber gut, jetzt macht die Route, glaube ich, wieder etwas mehr Spaß. Davor war so ein bisschen, ne? Mein Gameplay-technisch, klar. Wobei Gameplay-technisch ist es halt 1:1 identisch mit Golden hier, größtenteils. Und das ist halt sehr schade. Und gerade Gronda hätte auch noch von mir aus ein bisschen anders ablaufen können, ich weiß nicht. Ja, es ist halt schon nicht nur das Map-Reusing, sondern das selbe Gameplay ist dann doch problematisch, weil das ist halt der Unterschied. Ne? Du hast da der roten Blume, hast halt wirklich richtig schön andere Ziele etc. Und die funktionieren auch. Die Harmonie ist so klasse halt bei den Map-Zielen. Also für Gameplay-technisch ganz, ganz stark. Und hier immer so, ja, ein bisschen Copy-Paste ist halt, ja, weiß nicht. Und gerade da, ich glaube nicht, dass den der Map-Editor da so Schwierigkeiten macht oder so. Ich denke mal nicht, dass er so unkompliziert, dass das so kompliziert ist. Und gerade Koa Tecmo hat so Systeme, wo du sehr viel prototypen kannst, sehr schnell. Deswegen macht man auch so schnelle Hack-Fortschritte mitunter. Also ich kenne ja die Struktur sehr gut. Ich war ja einer der ersten Three-Houses-Hacker generell. Und eigentlich habe ich auch die Basis für einen Randomizer gelegt. Aber es ist eine andere Story. Jedenfalls, Audio-Hacking mit Three-Houses kommt auch von mir. Und gut, da können wir nächstes Mal drüber reden, weil da gibt es auch noch so eine Geschichte, die mich tatsächlich sehr aufgeregt hat. Die mich ein bisschen depressiv gestimmt hat eine Zeit lang. In Bezug auf Three-Houses-Hacking. Manche wissen es vielleicht, manche kennen die Story, weil ich es auf Discord erzählt habe, aber ja, wie auch immer. Können wir aber nächstes Mal einfach mal so einen Rundumschlag machen. Ich denke, da bleibt auch mal Zeit, sowas auch noch unterzubringen, keine Ahnung, generell. Auch Randomizer könnte mal drankommen, aber ja, wie auch immer. Ich habe tatsächlich einen sehr persönlichen Bezug dazu. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis bald.